Hi, ich bin Felix vom Kanal Tomatolix. Nach beunruhigenden Ereignissen wie Silvester vor einem Jahr hier hinter mir am Kölner Hauptbahnhof werden immer mehr kleine Waffenscheine beantragt. Das habe ich auch getan und mir sogar schon eine Schreckschusswaffe gekauft. Heute möchte ich für WDR 360 rausfinden, wie gefährlich ist so eine Schreckschusspistole eigentlich. Dafür habe ich zuerst ausprobiert, wie es ist, mit meiner Schreckschusspistole zu schießen. Wow! Genau. Alter! Hier unter gesicherten Bedingungen zu schießen, hat mir Spaß gemacht. Trotzdem habe ich gemerkt, wie viel Kraft hinter meiner Waffe steckt. Und wie gefährlich die im Ernstfall sein kann, das teste ich später. Erst einmal will ich wissen, was ihr davon haltet. Könntest du dir vorstellen, einen kleinen Waffenschein zu beantragen und so eine Schreckschusswaffe mit dir rumzuführen? Weil das machen ja immer mehr Menschen. Ja. Ich glaube, für mich persönlich wäre das eher nichts. Ich glaube, damit kann man auch viel Unsinn anrichten und wenn die zum Beispiel nach einem weggenommen wird oder so, nee, ich glaube, das wäre eher nichts für mich. Nee, weil ich nicht glaube, dass ich irgendwann in meinem Leben auch nur eine Schreckschusspistole brauchen werde. In solche Situationen will ich eigentlich nicht reinkommen. Und wenn ich in eine Situation komme, wo ich die bräuchte, ich glaube, ja, das sind dann auch Leute, mit denen man es zu tun hat, wo man mit einer Schreckschusspistole nicht unbedingt weit kommt. Wenn man jetzt die USA sieht, kann das Ganze ganz schön nach hinten losgehen. Und dementsprechend bin ich allgemein gegen Waffengesetze, eben, dass man Waffen mit sich tragen darf, kann. Weil dann fangen so Sachen an wie Selbstjustiz und das ist immer im eigenen Ermessen. Und dieses Ermessen kann halt auch falsch sein. Die Menschen in meiner Umfrage am Kölner Hauptbahnhof sehen den kleinen Waffenschein kritisch. Jetzt möchte ich wissen, ob denn wirklich nach Silvester 2016 mehr kleine Waffenscheine beantragt wurden. Dafür treffe ich Daniela Krasch von der Polizei in Duisburg. Ja, für Duisburg kann ich sagen, haben wir eine deutliche Steigung. Wenn Sie zum Vergleich nehmen, im Jahr 2015 gab es 200 Anträge, von denen 170 genehmigt worden sind. Und im Jahr 2016 haben wir über 2000 Anträge, von denen 1750 genehmigt worden sind. Und was so für Duisburg gilt, kann sich auch landesweit oder die Zahlen zeichnen sich landesweit da auch ab. So eine Schreckschusswaffe hat auch eine Gefahr für mich als derjenige, der sie mit sich führt, richtig? Ja, die Gefahr besteht darin, dass sie möglicherweise eben nicht so geübt sind. Entweder sie kommen in die Situation, dass sie sich entscheiden müssen, richte ich die Waffe auf mein Gegenüber und schieße ich, oder aber der andere richtet die Waffe gegen sie selbst und sie dann derjenige, der die schweren Verletzungen erleidet. Wie stark diese Verletzungen wirklich sein können, teste ich jetzt mit dem Waffentechniker der Polizei NRW. Der sitzt zum Glück im gleichen Gebäude in Duisburg, aber muss meine Waffe erstmal kontrollieren, bevor ich sie mit in den Versuchsraum nehmen darf. Übrigens eine echte Ausnahme, dass wir hier drehen dürfen. Okay, also ich möchte jetzt herausfinden, wie gefährlich so eine Schreckschusspistole ist. Deswegen habe ich mal so eine Melone mitgebracht, weil ich habe gehört, eine Melone kann das den menschlichen Kopf ganz gut nachbilden. Und ja, können wir dann einfach mal hier drauf schießen, um zu schauen, wie gefährlich die ist? Ja, können wir auch, aber es gibt nicht richtig den menschlichen Kopf wieder, weil der Schädel ist doch etwas härter als die Hülle der Melone. Die ist zwar auch viel mit Wasser gefüllt, wie auch ein Kopf. Vom Impuls her. Aber wir haben hier so ein Plastilin. Das ist nach einer technischen Richtlinie. Das ist dann auch genauso konditioniert, muss gemessen werden. Das stellt dann doch schon eher den menschlichen Körper dar. Die Melone gebe ich aber noch nicht auf. Jetzt schauen wir erstmal, was mit der Plastilinmasse passiert, die den menschlichen Körper nachstellen soll. Weil der Knall so laut ist, brauchen wir Kopfhörer. So, sollen wir dann? Ja, gerne. Dann bitte ein bisschen zurücktreten. Wie weit? Ja, ruhig so hinter den Tisch. Fertig? Ja. Wow. So, da sieht man dann, was da so alles passieren kann. Ne? Das T-Shirt reißt komplett auseinander. Und wenn wir uns jetzt mal darunter das angucken. Boah, das ist ja ein richtiges Loch. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Da haben wir jetzt hier einen Krater von circa, ja,
6 cm Innendurchmesser. Aber wenn Sie ihn hier reinstellen, dann haben Sie eine Tiefe von ca. 5 cm. Und wenn man die jetzt bei sich in den Körper drücken würde. Da kann man sich ja wirklich lebensgefährlich verletzen. Ja, die können tödlich wirken, so ein Schuss. Das heißt, man kann festhalten, eine Schreckschusswaffe ist deutlich gefährlicher, als man vielleicht normalerweise denken würde, weil auch wenn da nichts rauskommt, also keine Patrone rausfliegt, es trotzdem durch die Druckwelle extreme Schäden am Körper anrichten kann. Ja, es kommen also aus der Waffe fast 3000 Grad heißer Pulverdampf raus. Krass. Wollen wir dann trotzdem noch mal auf die Wassermelone schießen, wenn ich die schon mitgebracht habe? Können wir gerne machen, aber dann müssen wir uns ein bisschen umziehen und den Boden ein bisschen auslegen. Nach diesem Ergebnis bin ich echt geschockt. Zu wissen, dass ich und immer mehr andere Menschen mit so einer gefährlichen Waffe hantieren dürfen, ganz schön beunruhigend. Mal schauen, was jetzt mit der Melone passiert. So, noch mal laden. Stück zurücktreten. Wow, ach du Scheiße. Ich wurde sogar von einem kleinen Stückchen getroffen. Ja, deswegen ein bisschen zurückgehen. Das sieht auch wirklich brutal aus, wie das aufgesprungen ist. Wie wir gerade gesehen haben, ist eine Schreckschusspistole echt gefährlich. Also nach dem Experiment kann ich mir nicht mehr vorstellen, so ein Teil mit mir im Alltag herumzutragen, weil man im Ernstfall einen Menschen echt schwer verletzen könnte. Trotzdem muss ich auch zugeben, dass es mir Spaß gemacht hat, damit auf einem gesicherten Schießstand zu schießen. Wie man einen kleinen Waffenschein beantragt und wie man eine Waffe kauft, das zeige ich euch im Video auf meinem Kanal.